Wer ist eigentlich daran schuld, dass es Lootboxen gibt? Die Spieler haben es ja nur probiert und sind dem gefolgt, was funktioniert. Vielleicht, nur vielleicht, müssen wir ja beim nächsten Mal, wenn ein Developer uns Emotes oder Bannerframes in bezahlte Lootboxen packt, anstatt direkt zu schreien, was das für eine Frechheit ist, einfach mal auf uns selbst sehen, bevor wir einen bösen Mob bilden und drohen, deren Hauptgebäude niederzubrennen. Vielleicht, ja nur vielleicht, sollten wir Gamer mal richtig intensiv in den Spiegel sehen und nachdenken, ob wir nicht als Kollektiv überhaupt erst alles ermöglicht haben, was wir jetzt verurteilen, weil wir immer und immer wieder mit denselben Ausreden ankommen. Oh, ich habe nur ein paar Boxen gekauft, weil ich das Spiel unterstützen will. Das Season-Event war so cool, ich dachte 10 Euro sind nicht schlimm. Ihr kennt es. Wir scheinen es jedes Mal aufs Neue zu kaufen, denn sonst gäbe es dieses Vermarktungssystem mit Microtransactions und Lootboxen ja gar nicht. Oder? Ist das wirklich so einfach? Die ewige Debatte, die auch in unseren Kommentaren sehr oft aufkommt. Ja, und das auch berechtigterweise. Denn es ist nicht unbedingt klar, wer wirklich an der Entstehung der übertriebenen Lootboxen und Microtransactions der aktuellen Zeit schuld war. Einerseits sind natürlich riesige Unternehmen dahinter, die einfach nur Geld verdienen wollen und an uns getestet haben, was so reingeht. Und andererseits sind wir da, die einfachen Gamer, die ihnen scheinbar aus der Hand gefressen haben. Und jetzt haben wir den Salat. Sie haben es angeboten, wir haben es gekauft. Deswegen gab es immer mehr davon, aber sind wirklich wir Gamer daran schuld, weil wir immer wieder einkaufen? Nein, sind wir nicht. Zumindest zu einem großen Teil nicht. Und ich erkläre auch ganz genau, wieso. Aber zuerst müssen wir uns ansehen, wer hauptsächlich Lootboxen konsumiert. Und weil wir uns da auf sehr dünnem Eis bewegen, machen wir das nur mit ganz seriösen Quellen. Laut einer Analyse von knapp unter 50.000 Usern durch diese Studie können wir uns eine gute Vorstellung der Hauptzielgruppe holen. Wobei eigentlich ein Punkt davon ganz besonders wichtig ist, mir egal wie viel Prozent Männer, Frauen, mir egal wer Pay-to-Win spielt, was scheinbar einen großen Einfluss bei dem Kauf von Lootboxen hat, ist Dummheit. Klingt wie ein Front, aber ein niedriges Bildungsniveau hat laut dieser Studie signifikanten Einfluss. Wer Lootboxen kauft, ist also einfach ein Idiot. Okay, nein, so ist es natürlich auch nicht. Aber schon ein bisschen. Und beim eigentlichen Punkt, wer wirklich die Schuld an all dem trägt, ob Gamer oder Game Company, sind die Studien leider richtig überfordernd. Deswegen haben wir einen Experten gefragt, der sich da wirklich auskennt. Die meisten Spielenden zahlen gar nichts, zahlen kleine Beträge von ein paar Euro im Monat oder im schlimmsten Fall ein paar hundert Euro im Jahr. Und ein paar wenige Spielende, ja, wir reden da von 5% der Spielenden, machen über 70% des Umsatzes von einem Spiel aus. Ja, das ist so ganz klassisch bei den meisten Mobile Games. Markus Meschig, Leiter der Fachstelle für digitale Spiele Enter in Graz. Dort können sich Kinder und Eltern zu diversen Spielethemen beraten lassen. Markus ist außerdem Lektor an der Uni Graz und Uni Klagenfurt zum Thema Medienpädagogik und er ist sehr stark in viele Forschungsprojekte mit Gaming-Zusammenhang involviert. Also, wer ist schuld, Markus? Die Schuldfrage ist per se ein bisschen schwierig. Ja? Die Krux an der Argumentation, dass man sich ja entscheiden könnte, Geld auszugeben oder nicht, ist die, dass sie davon ausgeht, dass Konsumentinnen rationale Menschen sind. Und es gibt keine rationalen Menschen. Ja, also die geht von dieser Grundidee aus, dass ein Mensch herkommt und jeden Kauf, jeden Konsum, den er tätigt oder den sie tätigt, abwiegt und dann sagt, ja, das mache ich jetzt, das macht Sinn oder das macht nicht Sinn. Wenn das so wäre, dann würde der Kapitalismus als Ganzes nicht funktionieren. Das ist also der wichtigste Grundgedanke bei der ganzen Debatte. Wir dürfen nie davon ausgehen, dass wir selbst schuld an allem sind, weil wir nie davon ausgehen können, dass wir rational handeln, beziehungsweise, dass irgendwer anderer rational handelt. Du denkst vielleicht von dir selbst, das ist alles anders bei dir. Aber sorry, ist es nicht. Wir sind alle gewissermaßen gleich, was unser Verhalten betrifft, besonders dann, wenn wir gezielt manipuliert werden. Und diese Manipulation findet auf verschiedene Weisen statt. Aber eins kann ich euch sagen, ihr werdet den ein oder anderen Aha-Effekt dabei haben. Diese klassischen Sachen wie Anchoring mit den Werbung zum Beispiel gut funktioniert. Also das ist, kennt man bei Mobile Games zum Beispiel, wenn man einsteigt und man sieht dann die ersten zwei Male, wo man spielt, 10 Goldbarren kosten 5 Euro zum Beispiel. Ja? Das ist der höchste Preis, den man sehen wird in dem Spiel. Alles weiterer Folge wird billiger sein. Aber man weiß, circa 10 Goldbarren sind circa 5 Euro wert. Ja? Also dieser Wert ist dann irgendwann eingeprägt. Und danach bekommt man Angebote von 100 Goldbarren um 2 Euro. Und wenn man da nicht zuschlagt, ja, dann ist man natürlich selber schuld, weil das ist ja unglaublich geschenkt. Anchoring haben wir, denke ich, alle schon mal erlebt. So ziemlich in jedem Game, das Microtransactions verwendet. Es wird mit unserer Irrationalität gespielt. Da fängt es schon an mit Manipulation. Aber glaubt nicht, dass es hier schon aufhört. Und da geht es aber natürlich noch weiter.
Weil diese kognitiven Verzerrungen zeigen sich auch zum Beispiel bei dieser bekannten, berühmten Sunken Cost Fallacy. Sagt das sicher auch was? Es hat mir nichts gesagt. Im Glücksspiel nennt man es Chasing. Das heißt, wenn ich heute im Casino 1.000 Euro verliere, dann muss ich morgen reingehen, weil ich muss das Geld ja zurückbekommen. Ah, das Gefühl kennen wir wohl alle. Auch mit dem wird gespielt. Denn wer schon 500 Euro in FIFA-Packs reingejätet hat, ohne den Spieler zu bekommen, nach dem er sucht, dann ist es schwer, seine Suche einfach aufzugeben, denn dann hätte ich ja 500 Euro für nichts ausgegeben. Jetzt ist es leicht zu sagen, naja, ich habe sowieso schon 500 ausgegeben, jetzt ist es auch schon egal. Die Grenze zu ziehen und mit dem Verlust heimzugehen, ist für uns Menschen wahnsinnig schwierig. Das wissen nicht nur Casinos, sondern mittlerweile auch Spieleentwickler. Aber auch wenn es keine Lootboxen gibt, wie für Skins in Fortnite, an Manipulationsstrategien mangelt es auch dort nicht. Und die arbeiten ganz stark mit Artificial Scarcity, also mit dieser künstlichen Verknappung. Und dann da steht, dieser Skin ist 2 Stunden erhältlich oder noch 2 Stunden erhältlich und dann auch nie wieder. Ja? Und dann ist es natürlich extrem, es pusht natürlich, ja? Wenn wir sagen, das ist ein toller, schöner Skin und bringt mir vielleicht Status in der Freundesgruppe und dann kann ich vielleicht angeben damit, ja? Weil Status ist etwas, was ganz stark mit diesen Skins verbunden ist, dann ist es natürlich ein Motivator und das bringt dann schon viele Menschen dazu, tendenziell mehr Geld auszugeben und öfter solche Sachen zu kaufen. Ja. Markus hat übrigens auch erwähnt, dass all diese Modelle sehr wohl auch existieren dürfen. Was es für ihn aber überkochen lässt, ist, wenn die Vermarktung zu aggressiv wird. Das erste Beispiel, was ihm dabei einfällt, ist natürlich Diablo Immortal. Wer hätte es gedacht, auch der Experte verurteilt Blizzards Herangehensweise hier. Als allgemeines Beispiel nennt er aber dann Brawl Stars. Ein Spiel, das nicht so oft erwähnt wird, aber ehrlicherweise genauso sehr zu verurteilen wäre wie Diablo Immortal. Ja, Brawl Stars bei Kindern und Jugendlichen von 6 Jahren bis 12 Jahren, glaube ich, immer noch das beliebteste Handyspiel. In jeder Volksschulklasse sieht man die Kids damit spielen in der Pause. Ist extrem aggressiv in der Bewerbung. Ja? Aber mit Pay-to-Win-Lootboxen, mit zeitversetzten Inhalten, wenn man das Handy einmal 5 Minuten weglegt, bekommt man 3 Push-Benachrichtigungen, dass es neue Charaktere gibt. Also ist wirklich sehr aggressiv und das finde ich schon persönlich problematisch. Ja? Markus arbeitet auch viel im direkten Kontakt mit Gamern und seine Erfahrung bzw. die Aussagen von vielen Gamern spricht meiner Meinung nach auch schon Bände. Aber es gibt ein bisschen das Gebanz. Ich merke das in den Interviews, die ich führe mit Jugendlichen, die sagen, ja, ich finde es furchtbar, was da passiert. Ja? Es ist total daneben, wie viel Glücksspielinhalte in Spielen sind und dann wie viele B2B-Elemente, das finde ich alles verachtenswert, ja? Die wirklich ganz starke Meinungen haben dazu. Und da frage ich nach, wie viel hast du ausgegeben? Sagt, ja, den Monat 200 Euro. Hier gibt es eindeutig eine Diskrepanz zwischen dem, was wir leben wollen und dem, was wir dann wirklich leben. Für Markus ein Indiz dafür, dass wir Menschen einfach keine rationalen Lebewesen sind. Für mich ein Indiz dafür, dass wir nicht der Herr dieser Käufe sind, weil wir durch Manipulation in die Ecke getrieben werden. Aber der wahrscheinlich größte und unbeleuchtetste Punkt der Manipulation ist noch offen. Aber was ganz wenig untersucht worden ist, oder gar nicht bis jetzt, und was ich glaube jetzt als erstes einmal noch anschaue, ist die Rolle von Influencerinnen oder Streamerinnen. Von Leuten wie Montana Black oder Paluten, die halt eine nach dem anderen Back-Openings machen. Ja? Und Millionen von Kindern schauen zu, wie die Back-Openings machen. Und dadurch legitimieren sie natürlich auch, erstens, dass es, also sie legitimieren die Praxis des Back-Openings, also sagen, es ist normal, Geld zu kaufen, erstens. Und zweitens sagen sie, zum Gaming, zum Computerspielen, gehört Geld ausgeben für Backs dazu. Weil ich bin der Computerspiel-Streamer, ich definiere zu einem großen Teil, was Videospielen ist. Und wenn ich sage, das gehört dazu, dann gehört es dazu. Und das hört nicht auf bei Lootboxen. Wenn Streamer all die Skins kaufen, suggerieren sie genau dasselbe. Nämlich, dass es normal ist, einfach 20 Euro für einen Skin auszugeben. Aber wie immer das Beste zum Schluss. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass viele Spiele die Drop-Rates aus Lootboxen mittlerweile genau angeben müssen. Manche machen das immer noch nicht. Oft nicht, weil sie nicht wollen, sondern einfach, weil sie gar nicht können. Das gilt vor allem für den Mobile-Bereich. Denn die Chance ist da oftmals nicht fix, wie bei herkömmlichen Glücksspiel, sondern wird durch einen Algorithmus berechnet, anstatt wirklich Zufall zu sein. Und wenn es kein Zufall ist, aber Zufall suggeriert, manche Leute würden vielleicht von Betrug sprechen. Okay, bye!